Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Partie, einer zweiten Partie. Und würde sagen, starten auch direkt mal los, wieder mit unserem Deck. Wir würfeln das mal. Jo, wir fangen an und ich mische mal ein bisschen. So, jetzt habe ich mal ein bisschen mehr gemischt als sonst. Das, dann das. Und wir können nichts discarden. Er macht Mulligan auf 4. Oh Gott, er kennt das Problem. Aber wir keepen mal. Und er darf dran sein. Wir haben eine Leyland of the Void hingelegt, einen Mountain und eine Pyrexianische Spellbomb. Er zieht, hat ein nettes Bild für dich, cool. Und ist fertig. Dann enttappen wir. Ziehen eine Karte. Land. Super. Und dann darf er. Er zieht eine Karte. Und sagt fertig. Dann opfern wir mal unsere Spellbomb, um eine Karte zu ziehen. Helm of Obedience, sehr nice. Dann helfen wir erstmal unserem Kollegen, Karten in den Friedhof rein, in das Exil reinzupacken. Jetzt zieht er zwei und muss eine exilen. Dann darf er. Na, was exilt er? Wir ziehen nämlich auch noch zwei Karten. Und können die Iona discarden, was sehr nice ist. Oh, ein grüner Pakt. Nice. So, dann ziehen wir eine Karte. Suchen uns ein Scrubland, weil wir es noch nicht haben. Legen einen Helden Gehorsamkeit und dann sollte er jetzt eigentlich aufgeben. Okay, dann darfst du. Dann musst du jetzt gewinnen. Wow, cool Card. Danke. Thanks. Eine alte Karte. Ist ein altes Deck? Ist ein wirklich altes Deck. Das hat schon seine Jährchen auf dem Buckel. Ein paar Jährchen. Dementsprechend sowas wie Deathrite Shaman gab es damals noch überhaupt nicht. Das, was gerade rauskam, sowas ziemlich hart war, war ein Counterbalance Lock. Oh, ich erinnere mich noch. Damit hat das Deck hier zu kämpfen gehabt. Eigentlich ist GG jetzt, ne? Elfish Spirit Guide. Tut mir leid, dass du den exilen musstest. Ja. Ja, er hatte eine Scheißstart. Dann gebe ich ihm recht, hatte er tatsächlich.
Aber wir wissen, er spielt Combo. Dagegen können wir sehr, sehr, sehr gut angehen. Dafür müssen wir ein bisschen noch was rausnehmen. Die Frage ist, was nehmen wir hier raus? Ich glaube, die Windicates, die können wir uns tatsächlich einfach mal schenken. Die brauchen wir nicht. Wir müssen noch zwei Karten rausnehmen. Braucht er seinen Friedhof? Er braucht Kreaturen. Ich würde mal sagen, wir nehmen noch irgendeine Karte. Müssen wir zwei Karten müssen wir noch rausnehmen. Zwei, zwei, zwei. Eins, zwei. Wir probieren es einfach mal so, würde ich sagen. Obwohl, ich nehme mal die Brücken raus, weil ich glaube nicht, dass wir diese brauchen. Und dafür packe ich den Helm wieder rein und das wieder rein. Und dann eine Karte zu viel. Mist. Ich nehme hier ein. Haben wir noch ein Out? Und starten mal. Shuffle, 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 shuffle. Jawohl, du playst. Und wir ziehen eine Hand. Ja, das kann man halten. Ist zwar keine super Starthand, aber man kann damit anfangen. Er braucht keinen Friedhof. Friedhöfe werden überbewertet. Glaub mir, Friedhöfe werden überbewertet. Lotus Petal. Jawohl. Ah, er will jetzt schon auf Storm gehen. Jawohl. Schneller also können wir sowieso nicht sein. Wir müssen einfach mal gucken. Wir haben auch noch die weißen Leylines. Das ist die Frage, ob wir die lieber reinpacken müssen. Jo. Spiel mal. Er soll mal runterspielen. Jo, er zieht eine Karte. Jo. Er hat keine Karte gezogen. Was macht das? Das muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. Oh, okay. Er kann für ein weißes und eine Kreatur opfern. Irgendeine Anzahl an Kreaturen zurück auf die Hand holen, um genau zu sein. Eins. Hat er geopfert gehabt? Ja, hat er. Noch ein grünes Mana. Ein zweiter. Oh, jetzt zieht er Doppelkarten. Ein Walking Ballista. Ja. Zieh zwei Karten. Zieh zwei Karten. Er hat einen Mega Storm Count. Und fizzelt er? Er sagt lame, ne? Spielt aber Combo. Genau, das ist der Richtige. Jo, kriegt ein grünes. Python Needle. Okay. Helm of Obedience nimmt er, natürlich. Hätte ich auch gemacht. Jo, zieht zwei Karten. Zwei Elfish Spirits Guides und zwei Lotus Petal sind schon durch. Er muss übrigens ziehen, nur so als Hinweis. Er zieht weiter Karten. Hat noch 35 Karten im Deck. Noch mehr. Nun. Packt. Okay. Er muss jetzt die aber langsam mal gewinnen, ne? Jupp, noch ein grünes. Jetzt zieht er drei Karten. Jawohl. Ja, nice.
GG. First round kill. So. Dann, mein Freund, ändern wir mal ganz schnell unser Deck hier für dich ab. Dann kommt nämlich auch die... Wo sind meine Helme denn? Helm of Obedience. Die können raus. Und... Zwei Karten müssen rein. So würde ich sagen, oder? Er macht Mulligan auf 3. Ich keepe tatsächlich. Die Hand sieht ganz gut aus. Ich weiß nicht, ob sie auch wirklich gut ist. Land oben. Ja. Und der Bibliothek brauche ich nicht. Dann starten wir mal. Dann darf er. Er hat zwei Karten auf der Hand, ne? Das ist aber ein sehr risky, eine sehr risky Deckliste, die er da spielt. Ja. Klasse. Wir haben einfach mal eine Karte gezogen und es ist kein Land dabei. Entweder Float oder... Ah. Oh, das sieht schon besser aus. Spielen wir einen Kanonist und das sollte eigentlich Game sein. Oh gosh. Nochmal neu, habe ich ihn gefragt, ob wir nochmal neu starten wollen oder... Krass, gegen Kanonisten verloren. Ich habe mal mein Sideboard wieder rausgenommen. Er spielt etwas anderes. Ist ein kleiner Zusatz ab jetzt für euch. Eigentlich wäre es jetzt ja vorbei. Wir haben gewonnen. Kombo gegen Kombo. Jo! Okay, wir haben verloren. Mal gucken, was er spielt. Das würde mich ja mal interessieren. Oh. Keep. Oh. Keep. So. Yep, keep. Aber was möchte er? Wir könnten in der ersten Runde, wenn er kein Force of Will hat, richtig mies durchstarten. Er geht auf Mulligan auf 6. Nice. Das Schöne ist mit dem Kanonisten, kombotechnisch behindert er uns überhaupt nicht. Ich warte mal drauf, dass sie sagen Keep und dann kommt die... Ah, da war sie in der Insel. Also wir spielen in Blau. Einmal ein bisschen ärgerlich mit Kombo natürlich. Sollte er Snapcaster Mage spielen? Ja, die kann er vergessen. Oh, ist das gut.
Wir können entweder versuchen, nächste Runde in die Combo zu gehen mit Bomberman. Oder wir können eine fette Kreatur, so eine Iona, mal ins Spiel packen auf Blau. Ich glaube, ich spiele mal Entomb. Jupp, hat er gedazed. Ah, will ich das? Ich könnte mein LED zocken. Na, ist okay. Oh, ich muss noch eine Karte ziehen. Ich muss ja zwei. Das ist gut. Aber in schwarzer Ritus wäre mal ganz geil. Wo sind meine schwarzen Riten? Habe ich die hier überhaupt in meiner Deckliste drin? Da gucken wir später nochmal nach. Wir können ja hier direkt reingucken. Nee, das ist Alluren. Das ist nochmal ein altes Deck. Shit. Kommen getappt ins Spiel. You may return three islands. Das ist aber teuer. Ja, dann nehme ich einfach mal das hier. Und dann go. Wo sind meine Riten? Wo sind meine Riten? Ich brauche schwarzer Ritus. Oh, okay. Each draw step. Zero. Zwei Karten. Dann darf er. Hat ein bisschen überlegt. Im Upkeep. Jupp. Falls er irgendwas macht, muss er das jetzt in seinem Zug machen. Wo haben wir... Ich glaube, ich probiere es einfach mal mit der Iona. Iona auf Blau sollte das Problem lösen. Ja, das ist interessant, ne? Problem ist, dass er hier noch einen Counterspell hat. Die muss ich loswerden. Ich kenne die Combo, mit dem er rumballert und sowas. Naja, das Deck ist ein bisschen älter. Hat nicht so komische Kombos drin. Jawohl. Ich muss ihn aber Länder wegmachen. Was? Er hat kein Land gespielt? Okay, macht nichts. Land.
Wir probieren es einfach mal, würde ich sagen, oder? Okay. Dann sage ich. Notiz setzen. Blue. Und Go. Ah, schade drum. Die Frage ist, du darfst nichts mehr spielen. Kannst du überhaupt noch gewinnen? Oh, ich hätte sogar drei ziehen müssen, ne? Merke ich gerade. Naja. Ich mache mir dafür gleich ein extra Damage. Passt schon. Good game. Oh, nice. Ah, okay, alles klar. Sideboard. Okay, wir spielen gegen sowas. Das bedeutet, wir brauchen das hier und dann brauchen wir die Vindicates. Die brauchen wir tatsächlich dann nicht, weil wenn er mit Holding Mines spielt, sollte er uns eigentlich helfen. Ich werde das übrigens nicht länger machen. Ich werde die beiden auseinanderziehen, weil das dann doch ein bisschen. Obwohl, ich muss mal gucken, wie lange die Gesamtaufnahmezeit ist. Weil wenn das jetzt tatsächlich stimmt, dann kommt das tatsächlich als eine Folge aus. Ist so, ist völlig okay, passt schon.